Heute in den Mittagsstunden hat uns eine Privatfirma davon informiert, dass hier auf dem Gelände in der Hochöckerstraße eine 250 Kilogramm Bombe aufgefunden wurde. Es handelt sich um eine Fliegerbombe mit mechanischem Zünder. Derzeit sind wir dabei, im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe entsprechend zu evakuieren. Es ist ein Wohnviertel davon betroffen. Die Feuerwehr und wir bringen die Leute dann in die Ballanstraße. Dort ist als Notunterkunft eine Grundschule entsprechend aufgemacht worden, wo die Leute dann während der Entschärfung bleiben können.